Heute für euch einige der größten Zaubertrankbrauer der Zauberergeschichte. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Zaubertrankmeister sprechen. Die Herstellung von Zaubertränken war keine leichte Aufgabe. Sie erforderte jahrelanges Studium und Hingabe in das Handwerk. Ein Zaubertrankexperte zu werden war eine seltene Leistung und anders als bei der Zauberei gab es nur eine Handvoll Zaubertrankexperten, die berühmt genug waren, um einen Platz in den Geschichtsbüchern von Hogwarts zu bekommen. Einige wurden Zaubertrankbrauer, um Geld zu verdienen. Andere widmeten ihr Leben diesem Handwerk aus reiner Liebe. Heute werfen wir einen Blick auf beide Arten von Zaubertrankherstellern und sehen uns an, welchen Einfluss sie auf die Zaubererwelt hatten. Als erstes auf unserer Liste haben wir Arsenius Jigger. Arsenius Jigger war einst Professor in Hogwarts und unterrichtete Verteidigung gegen die dunklen Künste, aber er war weit mehr als nur ein Professor. Jigger trug zu unzähligen Bänden magischer Texte und Veröffentlichungen bei. Allein war er für Zaubertrankkursbücher wie magische Entwürfe und Zaubertränke verantwortlich und leistete regelmäßig Beiträge für Fachzeitschriften wie Transfiguration heute. In letzterem schrieb er einen bahnbrechenden Artikel, in dem er die Krankheit Lykantrophie erklärte und kontrastierte, was die Allgemeinheit als Werwolftum kannte. Obwohl Jigger wahrscheinlich viele Tränke selbst herstellte, wissen wir nicht, welche davon in seinen Lehrbüchern auftauchten. Als Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger unter Severus Snape Zaubertränke lernten, benutzten sie Arsenius' Buch als Referenz für ihre schriftlichen Aufgaben. Jigger schrieb ausführlich über mächtige Zaubertrankzutaten, darunter den Mondstein. Snape erteilte Harry einmal eine Schreibaufgabe zu diesem Thema und er fand bald heraus, dass der Edelstein üblicherweise pulverisiert und dann sowohl in Liebestränken als auch im Vielsafttrank verwendet wurde. Arsenius erläuterte auch die Rezepte und die Anwendung für Gegengifte, Heilmittel für Furunkel, Vergesslichkeitstränke und Schlaftränke und natürlich auch vieles mehr. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Zsigmund Butch. Die meisten Zauberertrankhersteller waren schon sehr exzentrisch, aber Zsigmund Butch war noch eigenartiger als andere. Wie Arsenius Jigger verfasste auch Butch seine eigenen Lehrbücher über das Handwerk der Zauberertrankherstellung. Schon in jungen Jahren fühlte sich Butch von der Kunst der Elixiere und Gebräue angezogen, eine Eigenschaft, die ihn bei seinen Mitschülern nicht gerade beliebt machte. Als Zsigmund sich in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei einschrieb, hatte er sich bereits an den grausamen Hohn und Spott gewöhnt, den ihm die anderen Kinder zuwarfen. Sogar seine eigene Mutter nannte ihn grausam Pilzgesicht, ein Schimpfwort, wozu nicht mal die Schüler in Hogwarts gemein genug waren, um es auszusprechen. Allerdings ist nicht klar, ob Zsigmund seine Mutter oft gesehen hatte oder nicht. Aus den historischen Aufzeichnungen geht hervor, dass er eine engere Beziehung zu seiner Großmutter hatte, obwohl sein geringes Selbstwertgefühl ihn dazu brachte, auch sie zu verachten. Trotz seines Hasses auf seine Familie erbte Zsigmund die Liebe seiner Großmutter zur Herstellung von Zaubertränken. Diese Fähigkeit sollte ihm während seiner Zeit in Hogwarts von großem Nutzen sein. Die Jahre schienen für Butch schnell zu vergehen und als er im dritten oder im vierten Schuljahr war, beschloss er Hogwarts für immer zu verlassen. In den letzten Monaten hatte Zsigmund bewiesen, dass er ein fähiger Zaubertrankmeister war. Im Unterricht korrigierte er die Lehrer, wenn sie einen Fehler mit ihren Zutaten machten. Und bei der Zaubertrankmeisterschaft der Zauberschulen wollte Zsigmund sein Können gegen andere Zaubererschulen unter Beweis stellen. Aber als Zsigmund seinen Schulleiter fragte, sagte der Direktor zur Teilnahme von Hogwarts einfach nein. Der Wettbewerb war für ältere Schüler und Butch war viel zu jung, um gefahrlos daran teilnehmen zu können. Wütend über seine Ablehnung brach Zsigmund sein Studium in Hogwarts ab und machte sich auf eigene Faust an die Herstellung von Zaubertränken. Im Gegensatz zu vielen anderen Zaubertrankbrauern, die zu Reichtum und Ruhm gelangten, lebte Zsigmund sein Leben in Isolation. Der seelische Missbrauch, den er durch seine Mutter erlitt, war mehr als genug, um Zsigmund eine tiefe Abneigung gegen Menschen einzuflößen. Als er starb, hatte Zsigmund sein Buch der Zaubertränke fertiggestellt. Obwohl historische Aufzeichnungen nicht darauf hindeuten, dass er nach seinem Tod als Geist weiterlebte, wurde sein Lehrbuch irgendwie mit einer Version seines Geistes geprägt. Als nächstes haben wir Hector Darkworth Granger.
Hector Duckworth Granger war ein vielseitiger Pionier Großbritanniens. Einige haben spekuliert, dass er ein entfernter Verwandter von Hermine Granger sein könnte, obwohl Hermine selbst nie in der Lage war, diese Tatsache zu verifizieren. Aber abgesehen von seiner Herkunft ist Hector Duckworth Granger auch deshalb ein so denkwürdiger Zaubertrankbrauer, weil er tatsächlich eine eigene Gesellschaft für Zauberertrankbrauer gegründet hat. Diese Gesellschaft mit dem passenden Namen Außergewöhnlichste Gesellschaft der Zauberertrankbrauer wurde nur für die besten Zauberer und Hexen gegründet. Gemeinsam teilten sie ihre Liebe zum Brauen magischer Elixiere und Tränke. Obwohl die historischen Aufzeichnungen nicht allzu viel über Duckworth Grangers besondere Leistungen verraten, wissen wir, dass er sich durch die Herstellung von Liebestränken auszeichnete. Wie viele andere Zauberertrankbrauer der damaligen Zeit verkaufte er seine Gebräue wahrscheinlich zu einem recht hohen Preis oder vergab Lizenzen. Als nächstes auf der Liste haben wir Tilden Toots. Tilden Toots war ein produktiver Zaubertrankbrauer und ein gerissener Geschäftsmann. Zu der Zeit, als Harry Potter an Hogwarts eingeschrieben war, hatte sich Tilden bereits einen Namen als beliebter Radiomoderator und Kräuterkundler gemacht. Seine Sendung hieß Toots, Shoots and Roots und behandelte alle Gartenanfragen, die in der Welt der Zauberer aufkamen. Da die Sendung ständig lief, war Tilden vielleicht sogar der berühmteste Zaubertrankbrauer seiner Zeit. Oft schickten die Hörer Tilden ihre Fragen über die Eule. Mit seinem beträchtlichen Wissen über magische Pflanzen und Tränke gab Tilden die besten Ratschläge, die er finden konnte. Als einmal die Pflanzen eines Zuhörers alle abgestorben waren, behauptete Tilden, dass Verjüngungszaubertränke in Kombination mit Wiederbelebungstränken ausreichen würden, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Ein anderes Mal sprach Tilden über Hupfnarzissen und darüber, wie man das Geräusch der extrem lauten Pflanzen vor den Muggelnachbarn verbergen konnte. Dank der Tränke, die er herstellte und der Einnahmen aus seinem Programm, war Tilden einer der reichsten Zaubertrankhersteller seiner Zeit. Er war mit Daisy Hokum verheiratet, einer Trankbrauerkollegin, die beschloss, ihr Leben ein ganzes Jahr lang ohne Magie zu leben, um das Muggelleben zu dokumentieren. Als nächstes auf der Liste haben wir Fleamon Potter. Wie du vielleicht schon vermutet hast, ist Fleamon Potter ein Verwandter von Harry Potter. Geboren irgendwann vor 1910, war Fleamon eigentlich Harrys Großvater väterlicherseits. Als Potter war Fleamon ein entfernter Nachfahre der Peverills und gehörte zu einer traditionell reinblütigen Familie. Wie jedes andere Mitglied seiner Familie wurde auch Fleamon nach Hogwarts geschickt. Dort lernte Fleamon schnell die Kunst des Duellierens, dank der Tyrannen, die ihn oft wegen seines Namens hänselten. Während dieser Zeit erlernte Fleamon auch eine weitere wichtige Fähigkeit, die Herstellung von Zaubertränken. Es ist ziemlich schwer zu sagen, was Harrys Großvater dazu gebracht hat, sich auf die Herstellung von Zaubertränken zu konzentrieren, aber er muss wahrscheinlich einer der Lieblingsschüler seiner Zaubertrankprofessoren gewesen sein. Als Fleamon seinen Abschluss machte, hatte er einen neuen Zaubertrank kreiert, der die Zaubermärkte im ganzen Vereinigten Königreich verändern sollte. Er hieß Sleekys Hair Potion und konnte selbst die krausesten Haare glätten. Ungewöhnlicherweise schickte Fleamon die Zaubertränke zur Herstellung nach China, was zu dieser Zeit noch nicht üblich war. Vielleicht wählte Potter China wegen einer wichtigen Zutat für den Zaubertrank, asiatisches Drachenhaar. Der Verkauf von Fleamons neuem Haarbalsam reichte aus, um seine Ersparnisse fast sofort zu vervierfachen, ein Vermögen, das er an seinen Sohn und später an Harry Potter weitergab. Als Fleamons Junge James ein Teenager war, erlaubte Fleamon Sirius Black bei ihnen zu wohnen. Sirius war ein schwarzes Schaf unter seinen Slytherin-liebenden Familienmitgliedern und war sehr dankbar, ein vorübergehendes Zuhause bei Fleamon und James zu finden. Nur wenige Jahre später, nachdem James seinen Abschluss gemacht und Lily Evans geheiratet hatte, starb Fleamon Potter. Irgendwie hatte er sich mit Drachenpocken angesteckt. Sowohl Fleamon als auch seine Frau Euphemia starben bald daraufhin an der Krankheit. Es gibt noch ein paar andere Zaubertränkemeister, die es nicht ganz auf diese Liste geschafft haben, aber auf jeden Fall einen Platz verdienen. Professor Slughorn, der liebenswerte Hogwarts-Lehrer, der Voldemort versehentlich von Horcruxen erzählte, ist ein ziemlich erfolgreicher Trankbrauer. Er war äußerst talentiert darin, Gegenmittel für gemischte Gifte herzustellen. Etwas, das nur ein Zauberer, der sich mit sehr viel auskennt, erreichen konnte. Und nicht nur das, er war auch verantwortlich für die Anleitung eines noch besseren Zaubertrankherstellers, Severus Snape. Als Dumbledore unter dem Fluch von Voldemorts Ring litt, stellte Severus Snape einen Zaubertrank her, um die Auswirkungen zu verlangsamen und Dumbledores Leben um ein weiteres Jahr zu verlängern.
Schon als Schüler bearbeitete Snape seine Ausgabe des Lehrbuchs für Zaubertränke mit aktualisierten Anleitungen, mit denen sich die Tränke schneller herstellen und noch wirksamer machen ließen. Und nur mit einem Hauch konnte Snape den Unterschied zwischen Vielsafttrank und jeder anderen Mischung erkennen. Und wie ihr vielleicht schon vermutet habt, war Lord Voldemort selbst ein sehr geschickter Trankbrauer. Sein Wissen über Zaubertränke und Gifte ermöglichte es ihm, Peter Pettigrew die genauen Schritte des Regenerationstrankes zu erklären, mit dem Voldemort seinen neuen Körper erhalten würde. Und als er seine Horcruxe versteckte, benutzte Voldemort ein fieses Gift, das er den Trank der Verzweiflung nannte, um diejenigen, die es zu sich nahmen, vor Angst zu lähmen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.